Und da wären wir bei Jumper 2. Ich quatsch nicht lange rum, New Game und Normal Mode. Easy Mode, ich bitte euch. Die Story ist wieder bekannt, ab in den Stage Select Screen. Es gibt 10 Welten mit jeweils 5 Stages und jede Welt hat noch eine Zusatzstage, also insgesamt 60 Stages. Damit einiges auf uns zukommen. Zuerst zeige ich euch eine neue Fähigkeit, den Supersprung. Wenn ich genügend renne und dann in die andere Richtung drücke und springe, dann springe ich höher als sonst und so komme ich an das blaue Juwel. Jedes Level hat 2 Juwelen. Zuerst ein blaues, wenn ich das eingesammelt habe und das Level wiederhole, an einer schwierigeren Position ein rotes. Die werde ich aber weitestgehend nicht onscreen einsammeln, denn das würde zu lange dauern. Bei 60 Stages habe ich ohnehin genug zu tun. Hier haben wir Textboxen, allerdings sind die Texte außerhalb des Aufnahmebereiches, nämlich links oben im Eck. Ja, da ich aber weiß, wie das Spiel funktioniert, ist das nicht so wichtig. Damit habe ich schon das Wesentliche gesagt. Dann ran ans Werk. Also hier in der ersten Welt werde ich wohl noch die blauen Juwelen einsammeln. Aber später sehr wahrscheinlich nicht mehr. Also alle, die wollen, dass ich hier gut was einsammle, die muss ich enttäuschen. Hier gibt es schon Eis. Normalerweise bei Spielen ist doch Eis eher später zu erwarten. Aber nicht bei Jumper 2. Oh. Bin ja mal so gespannt, wie das laufen wird. Noch ist es natürlich leicht. Aber bei Jumper Relax ist es dann auch plötzlich eskaliert. Und das passiert, wenn man das Juwel einsammeln will, ja. Wie gesagt, also mein oberstes Ziel ist, schnell voranzukommen. Und da wären solche Sachen hier nur hinderlich. Und das sind ja noch die leichten Juwelen. Stellt euch mal vor, die roten noch einzusammeln alle. Das wäre zu ein großer Zeitfresser. Aber da haben wir die letzte Stage von Welt 1 und das ist schlecht. Kriege ich das gerettet? Geht das? Oh! Da kann man sich bestimmt mit riesig viel Glück reinfriemeln. Aber normalerweise soll man halt den Block da richtig nehmen. So ist das nicht gedacht. Aber hey, ja. Und wir haben leider wieder die typischen Aussetzer, wenn die Musik loopt. Ich hoffe, dass mir das nicht oft zum Verhängnis wird. Jawohl, damit haben wir die erste Welt doch gut gemeistert. Oh, alles in blau. Wäre auch noch dann rot, sollte ich die roten Juwelen einsammeln. Jetzt sind wir im Dschungel. Das da drüben dürfte auch noch klar gehen. Ah. Oh! Ja, leider wollte ich den Wandsprung machen und nicht so runter, aber... Na, komm, ich glaube, ich lasse das mal. Nee, wirklich, Leute, wirklich. Beim besten Willen nicht. Strom kennen wir. Und jetzt wieder aktivieren, damit die Tür oben offen ist. Das da wäre wohl auch schon die erste haarige Aktion für ein Juwel. Aber Okmo hat gar keine Haare. Wobei, vielleicht schon. Wir wissen nicht alles über ihn. Ah ja. Das kennen wir noch aus Jumper 1, dass ich da eine Kiste auf die Plattform werfe. Sodass die rüber transportiert wird. Ja. Wie ist das? Oh! Sehr gut. Nee, nee, das da oben lasse ich auch bleiben. Oh, zu spät gedrückt. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Überhaupt nicht. Dass es länger dauern wird als die ersten beiden Teile mit 4 Folgen. Also das hundertprozentig. Schau mal einer an, was da los ist. Ein lilafarbener Okmo haut ab. Hm?
Der sieht auch ganz machbar aus. Also der ist super leicht, den nehme ich mit. Jetzt darauf, ne? Ich glaube sogar, damals hatte ich hier Probleme mit dem Level, dabei ist es super easy. Oh. Da ist er wieder und er flüchtet wohl vor uns. Ah. Das sind neue Gegner, ja. Wie wollen wir die nennen? Todes-Ninja-Sterne? Ah, ist nicht so griffig, oder? Ninja-Sterne. Krieg ich das noch? Ja, krieg ich noch. Ja! Na, Wahnsinn! Klappt doch alles hier. Ey, eine Cutscene! Da ist ja sogar noch einer, ein Weißer. Die hauen alle ab von mir. Oh no. Ja. Oh, da kommt noch Text. A Tribe. Mhm. Die sind alle misslungene Experimente, die wegrennen. Princess. Und die Namen wusste ich jetzt nicht mehr, nee. Upside. Da ist Ogmo. Warum der jetzt nochmal so gezeigt wird. Ach, hier sind wir doch zu dritt. Wer ist das denn? The Conductor. Oh. Oh nein. Schmeißt du mich jetzt runter? Also ich schwebe in der Luft. Ja, und jetzt schmeißt du mich runter. Oh. Die sind voll in Panik. Warum macht er mit den anderen beiden nichts? Hä? Wieso macht er mit den anderen beiden nichts und haut ab? Ging das aus dem Text hervor? Z-Train! Ich meine sogar, das ist die erste richtig böse Welt. Oh, oh nein! Und bei der Welt war es so, dass wenn man stirbt und das relativ weit rechts, dann muss man erst noch die Animation abwarten, bis er komplett nach links unten aus dem Bild gerollt ist. Ich nenne es jetzt mal Rollen. Ja. Wow! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das damit so schnell schaffe. Aber wie gesagt, wenn man auf die Juwelen verzichtet, dann ist das so die Sache, ne? Boah! Ja, ja. Hohoho. Moment, wie ging das? Erstmal nur Wandsprünge. Fuck. Fuck, fuck. Danke, Musik. Wäre jetzt nicht wieder so ein Aussetzer gewesen, hätte ich mich hundertprozentig wieder in die Lücke bringen können. Nee, lass ich jetzt auf das Juwel bleiben. Da wäre das rote Juwel, das sieht man, weil das eine extra Zone ist, wo man gar nicht hin muss. Oh. Okay, da hätte ich auch erst einen Wandsprung nehmen müssen, um den Fall zu stoppen. Sollte jetzt klappen. Oh! Da ist das erste genervte Stöhnen. Ach komm, ich will das einfach. Das ist so easy, Alter. Du musst da bloß mal runter dippen. Also solche extrem leichten, das wäre ja schon ein bisschen peinlich, wenn man die nicht wenigstens so mitnehmen würde. War das nicht auch bei den ersten beiden Jumper-Teilen so, dass ich mit 3-2 Probleme hatte? Was ist das mit diesen übereinstimmenden Nummern?
Oh, endlich. Gut. Das ist eine schöne Stage. Hier kommt mir am Anfang so eine Elektrolinie hinterher. Und das gibt's auch nur in dieser Stage, nirgendwo sonst, dass einen Elektro verfolgt. Das ist also was ganz Spezielles hier. Im Optimalfall kommt man oben rechts raus, sodass man nicht noch versuchen muss, sich zu adjustieren. Denn das ist leider noch etwas schwierig. Boah. Manchmal bin ich ein bisschen leise. Hilft nur nichts. Wobei ich gestorben bin, kurz nachdem ich wieder angefangen habe zu sprechen. Aber hey, als ob das die Konzentration so fördern würde, wenn ich nichts mehr sage. Das ist böse. Diese Stelle da, ne? Wenn man links ist oben, hat man verloren. Weil man dann nicht mehr rauskommt. Das ist fast schon, wenn ich es jetzt übertrieben ausdrücken möchte, ein Glücksspiel, ob man da günstig landet oben. Vielleicht sollte ich... Ja, ich glaube... Ja, das ist klüger. Das ist klüger, wenn ich nicht rechts an die Wand springe am Anfang, sondern so rum. Das ist besser. Danke, Musik. Aber ich hab's hingekriegt. Irgendwann werde ich ein Part Danke Musik nennen, das sehe ich schon. Weil ich dann so oft bei der Musik sterbe. Geht das, dass man da oben rankommt? Nee, ich glaube, das geht nicht, oder? Oh, schade. Aber hey, die Stelle ist ohnehin einfach. Nur die nicht. Wir haben sie gefunden. Die erste super assige Stage. Aha. So war das bestimmt gedacht. Wieso springe ich da zum zweiten Mal drüber? Ist doch klar, ist ja nicht absichtlich. Jetzt tue ich so, als ob mir da nicht klar wäre, dass das passieren würde. Aber hey, wie gesagt, ist ja nicht absichtlich, dass ich darüber fliege. Ich glaube, kann nicht wahr sein. Ich versuche jedes Mal da drauf zu landen, aber ich kann es nicht. Ich fliege da irgendwie drüber. Also was ich sagen wollte, mir ist aufgefallen, Ogmo ist im Vergleich zu den ersten beiden Spielen hier extrem träge. Bewegt sich ein bisschen langsamer vorwärts. Okay, ich glaube, das wird eine Schnitt-Stage. Wenn das so weitergeht, wir haben bald die 15 Minuten für diese Folge. Ich komme mir nicht klar gerade damit. Ja, die Stage nervt. Das war mir aber auch schon vorher klar, dass die länger dauern dürfte. Man hat einfach so ein Gespür dafür, was problematisch ist, vor allem durch die Erfahrungen, als man das schon mal gespielt hat. Es nervt. Hey, jetzt bin ich so größenwahnsinnig und nehme doch das Ding mit. Wie dumm ich einfach bin manchmal, weißt du, das ist eine Stage, bei der ich so oft verrecke. Und trotzdem, statt einfach rauszugehen und es sicher zu machen, nein, doch das Ding einfach. Aber ich hab's ja trotzdem geschafft. Ja, gerade dürfte ich noch knapp unter 15 Minuten haben. Ich kann's noch probieren, ob ich die Stage jetzt packe. Aber... mir sollte schon fast genügen jetzt. Letzter Versuch für das Level für die Folge. Und dann heißt es Abschied nehmen. Das war's mit der ersten Folge von Jumper 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.